Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin die Mary und von mir bekommt ihr heute einen riesen Action-Haul. Und im Anschluss dazu am Ende meines Videos natürlich auch meine Osterverlosungsaktion, die heute endet. Die werden wir heute auslosen. In diesem Sinne wünsche ich euch auch allen mit euren Liebsten frohe Ostern und schöne Ostertage. Ja, und ich möchte auch direkt beginnen, damit wir am Ende meines Videos die Gewinnerin dieses hübschen Kästchens auslosen können. Hier habe ich alle Namen schon aufgeschrieben und reingeworfen. Das werden wir am Ende meines Videos ziehen. Ich bin echt gespannt, wer es wird und wer sich über dieses kleine Paket freuen darf mit den ganz tollen Goodies. Ich werde auch ein paar Sachen aus meinem Action-Haul mit reinlegen. Deshalb seid gespannt und bleibt unbedingt dran, denn es ist eine Menge im dekorativen Bereich geworden. Ich habe natürlich wieder immer meine Lieblinge geshoppt. Natürlich habe ich aber auch diesmal tolle Haushaltssachen gefunden, aber auch ein paar Urlaubssachen. Die möchte ich euch als allererstes zeigen, denn für viele geht es jetzt schon in Urlaub. Wir haben aktuell Osterferien. Für uns geht es zwar erst im Sommer in den Urlaub, aber die haben bei Action wirklich tolle und günstige Sachen, die ihr euch von Urlaub kaufen könnt. Das erste und das tollste Teil, was ich mitgenommen habe, ist diese wunderschöne Strandtasche mit diesen Flamingos. Ich habe zwar noch eine Strandtasche, aber ich habe diese Tasche gesehen und die musste ich unbedingt haben. Die ist wunderschön, hat hier unten so ein bisschen dieses Geflochtene, was jetzt in diesen, was jetzt auch als Handtasche sehr modern ist, in diesen Korbtaschen. Und das Design mit den Flamingos hat mich einfach so angesprochen, hat eine ganz klassische Kordel hier oben. Und innen drin ist die so ein bisschen beschichtet, das heißt perfekt, wenn ihr eure nassen Handtücher reinlegen möchtet. Und man kann sie auch verschließen, indem man einfach den Bund hier oben zuzieht. Dann habt ihr sie geschlossen und keiner kann euch reingreifen, wenn ihr am Strand unterwegs seid. Die nimmt wirklich eine gute Menge auf. Die kann man hier am Boden auch, genau, kann man es öffnen. Da kriegt ihr wirklich alles rein, was ihr braucht für den Strand oder auch so, wenn ihr schwimmen geht. Handtücher und Sonnencreme und dergleichen. Und der Preis war auch mega günstig. Hat nur 5,99 Euro gekostet. Deshalb durfte diese Tasche unbedingt mit. Und was ich noch mitgenommen habe für meinen jüngsten Sohn, die haben da ganz, ganz viele Flipflops und Badelatschen und super günstig auf jeden Fall auch. Ich habe noch welche, hatte mir auch vor kurzem schon welche gekauft für den Sommer. Und ja, aber für meinen Sohn ist es immer ziemlich schwierig. Der ist erst 8 und hat auch eine Schuhgröße, die es halt auch nicht überall gibt. Und auf jeden Fall habe ich ihm dann einfach ganz schlichte mitgenommen. Die kann er auch so zum Baden gehen nehmen. Er hat zwar mal seine Crocs, aber die sind natürlich ein bisschen praktischer, weil er ein bisschen mehr Luft drankommt, sage ich einfach mal. Und die haben nur 1,99 Euro gekostet und ich glaube für Erwachsene haben die auch nur 2,99 Euro gekostet. Die habe ich jetzt in Größe 33 mitgenommen und ja, also fand ich auch richtig, richtig günstig. Also für alle, die jetzt Urlaub fahren und für ihre Kiddies und für sich selber Sachen brauchen, ich kann es euch echt empfehlen, fahrt unbedingt in Action, denn die haben auch ja, so Sachen, also was die Bekleidung angeht, nehme ich da eigentlich nie was mit. Aber jetzt hatten sie was im Angebot. Und das ist zwar ein Schlafpyjama für Kinder, aber ich habe es trotzdem mitgenommen, weil ich finde, das kann man auch am Strand anziehen, also über die Badehose. Da steht auch drauf, see you later, also mit diesem Ankerhaken, so ein schönes Design. Und Entschuldigung, dass ich zwischendurch mal huste oder mir die Augen tränen. Ich bin immer noch ganz schön angekältet, wollte ich sagen. Immer noch ganz schön krank, aber deshalb wollte ich es euch nur eben sagen. Das habe ich einmal für meinen großen Sohn mitgenommen und auch für meinen kleinen. Das ist ein Shorty, eine Short mit einem T-Shirt. Und es hat gekostet zusammen nur 2,99 Euro. Und deshalb habe ich es mitgenommen. Das wird wahrscheinlich auch nicht nur zum Schlafen getragen werden, sondern auch so, finde ich, kann man das anziehen. Bei den Kiddies ist das nicht so schlimm, wenn das auch tagsüber getragen wird. T-Shirts gehen nämlich immer. Dann habe ich mitgenommen, ja, wo wir bei Flamingo sind, ja, da hatten sie so, so schöne Tassen. Ich habe zwar genug Tassen, aber bei dieser Tasse konnte ich nicht widerstehen. Die musste ich unbedingt mitnehmen. Und zwar ist die auch schön breit. Also es ist eine schöne Kaffeetasse. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ich trinke ja am liebsten Milchkaffee und da mag ich diese breiten Tassen sehr gerne. Und da steht drauf, Enjoy the Flamingo Fever. Ja, fand ich super süß. Und die hat auch so, man sieht das, glaube ich, auch in der Kamera ganz gut, so Goldreflexe einmal als Schrift hier unten. Und auch der Rand ist in golden. Ja, also ich habe geguckt, auf dem Sticker steht drauf, dass man sie nicht in die Spülmaschine tun soll. Gut, dass ich drauf geschaut habe, sonst wäre wahrscheinlich in der Spielmaschine gelandet. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber trotzdem war sie wunderschön. Die war auch nicht ganz günstig, muss ich dazu sagen. Ich glaube, die hat 1,99 Euro oder 2,99 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau, aber die muss ich einfach mitnehmen. Das wird jetzt meine Good Morning Tasse, um einfach morgens schon mal gute Laune bei diesem tollen Wetter, was wir aktuell haben, zu bekommen. Dann mache ich gerne weiter und zwar habe ich noch was für meine Kiddies mitgenommen.
Und zwar ja, sind das einmal diese Wipes. Für mich selber nehme ich ja so gut wie gar keine Feuchttücher mehr, aber für die Kids ist es einfach, wenn man unterwegs ist, super praktisch. Wenn man irgendwo in Eis essen geht oder man fährt in den Freizeitpark zum Beispiel, das ist auch gerade für die Leute, die jetzt in Urlaub fahren. Das ist so eine kleine Packung, da sind auch nur 40 Stück drin und die sind super günstig. Und die haben halt hier oben so, ja, so eine Kappe zum Öffnen. Das ist dann ziemlich praktisch beim Rausziehen. Die trocknen euch dann auch nicht so ein. Und das Schöne ist halt, wenn ihr mal gerade unterwegs seid und ihr habt dann kein Wasser, wo die Kinder sich eben mal die Hände waschen können, finde ich super praktisch, dass man einmal so ein bisschen bei dem Mund drüber geht, weil jetzt ist auch schon Bienenaktion, also die Bienen und Wespen sind jetzt schon unterwegs und wenn ihr dann irgendwie ein Eis essen oder so und dann, sage ich mal, das verläuft, dann kann man das eben ganz schnell runterwischen und deshalb habe ich davon auch eben zwei Packungen mitgenommen, die nehme ich immer gerne im Action mit, weil die sind sehr günstig und ja, meine Kinder vertragen die auch, das ist auch nicht unwichtig. Ich raschle jetzt mal eben, um die Taschen hochzuholen. Dann habe ich noch was anderes mitgenommen, das wird auch mit in den Urlaub gehen, denn ja, ich mache mir immer so eine kleine Reiseapotheke selber mit den Medikamenten, die ich von den Kids zu Hause habe und was auch immer mit rein muss, sind Pflaster und da habe ich jetzt mal geschaut, da haben wir nicht mehr so viele gehabt und im Action waren die super günstig. Da habt ihr auch welche von Hansaplast original gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich tun es auch die günstigen. Das ist einfach jetzt so eine No-Name-Marke von denen. Das sind auch hier einmal welche für Kinder, so fertig geschnittene. Dann auch nochmal ein Sensitive, so ein bisschen atmungsaktive. Und das ist einfach so ein ganzes Band, wenn es mal eine größere Schramme gibt, was ich nicht hoffe. Die haben auch nur 59 Cent die Packung gekostet. Und deshalb habe ich davon, wie gesagt, drei Sorten mitgenommen. Die werden definitiv auch in unsere Reiseapotheke gehen. Und was ich noch mitgenommen habe für den Urlaub, das fand ich richtig cool. Denn ich hatte mir mal vor einigen Monaten beim Primark war das, hatte ich mir für meine Zahnbürsten diese Boxen gekauft. Ja, die kriegt ihr da super günstig. Was ich aber jetzt richtig cool fand, deswegen habe ich das mitgenommen. Die sind ein bisschen größer, wie ihr seht. Und das Schöne ist, ihr könnt ja nicht nur eure Zahnbürsten mit reintun, sondern auch eure Zahnpasta. Und das finde ich halt super praktisch, weil wenn man irgendwie unterwegs ist oder auch wenn jemand nur so einen Kurztrip macht, die Zahnbürste ist immer irgendwie trocken geschützt. Ja, aber wenn ihr so eine angebrochene Zahnpasta habt, dann ist es auch immer schwierig, wenn ihr die wieder mitnehmen solltet, ob euch die ausläuft oder nicht. Und deswegen fand ich die super gut, weil die ist ein bisschen größer von der Öffnung. Die waren auch nur, ich habe auf 79 oder 9, ich habe 99 Cent habe ich bezahlt für das Stück. Einmal quasi für mich, einmal für meinen Mann, um da einfach die Zahnbürsten und die Zahnpasta drin zu verstauen. Fand die super praktisch und da ist auch noch so ein kleiner Gummihenkel dran. Dann kann man es an die Dusche hängen oder wenn ihr irgendwie so ein Badezimmerhaken habt, daran könnt ihr es hängen. Deshalb auch perfekt für die Reise und deshalb mussten die natürlich auch immer mit. Dann haben wir noch Socken mitgenommen. Die waren im Angebot diese Woche beim Action. Und zwar sind das welche von Lotto gewesen. Das waren so Sneaker-Socken. Die gab es in Schwarz und in Weiß. Wir haben die jetzt zweimal in Schwarz mitgenommen. Einmal für meinen Mann trägt die am liebsten. Ich trage die aber auch ganz gerne. Und ja, die mussten auch mit. Drei Paar für 1,99. Finde ich auch super, also wirklich vom Preis. Ich kaufe die auch gerne beim Primark. So ist es nicht. Aber ich finde, dass die ein bisschen von der Qualität besser sind. Deshalb mussten die einmal mit. Was ich noch mitgenommen habe, sind jetzt natürlich noch ein paar Haushaltssachen, die ich euch gerne zeigen möchte, ist, durfte ein neuer Aschenbecher mit. Ja, ich weiß, das ist nicht richtig jugendfrei jetzt, aber wir sind nicht Raucher, das muss ich auch dazu betonen. Rauchen gefällt die Gesundheit. Aber wir haben halt auch Gäste, die rauchen und wir brauchen unbedingt einen neuen für die Terrasse oder auch vor der Tür, wenn unsere Gäste rausgehen zum Rauchen, weil bei uns im Haus darf definitiv nicht geraucht werden. Da finde ich das super praktisch. Die sind sehr günstig beim Action, die nehme ich immer wieder mit. Die kosten 1,59 €, glaube ich. Und da können die halt reinaschen und ihre, quasi ihre Reste drinne verwerten und deshalb durfte das einmal mit. Dann habe ich mitgenommen einmal ganz random Müllbeutel, die kriegt ihr ja auch super günstig, die wollte ich jetzt mal ausprobieren, denn ich hatte die letzte Zeit immer ja, ein Problem mit meinen Müllbeuteln, egal wo ich sie gekauft habe, vor allem im Netto war das so, dass die mir immer wieder gerissen sind und das fand ich echt super ärgerlich. Dann ist hier noch was drin, was mein Mann mitgenommen hat. Ja, für die Kiddies, und zwar sind das so Fußballhütchen, die könnt ihr auch für den Garten nehmen, zum Slalom laufen, zum Spiele spielen und die sind da mega günstig gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, was sie bezahlt haben. Ich glaube, er hat drei Packungen mitgenommen und die eine Packung war, glaube ich, nur 1 € oder 99 Cent. Die kriegt ihr da auch mega, mega günstig, deshalb haben wir die einmal mitgenommen. Dann mache ich weiter mit Dekoration und zwar habe ich dann natürlich auch was gefunden. Muss mal gucken, wo ich alles hingestellt habe. Und zwar habe ich wieder einmal diese beiden hübschen Bilderrahmen mitgenommen. Die fand ich
auch sehr, sehr hübsch mit diesen Ornamenten. Es passt sehr gut in mein Wohnzimmer, da ich da alles ein bisschen mit Silber auch habe. Und ja, fand ich sehr, sehr hübsch. Deswegen habe ich die beiden mitgenommen. So Bilderrahmen und auch so Kunstblumen und Vasen kriegt die da tolle. Ich war auf der Suche nach schönen Kerzen, aber da habe ich leider dieses Mal keine gefunden. Das war ein bisschen schade, aber ich bin ja ab und an sowieso da. Deswegen werde ich nochmal schauen. Dann habe ich mitgenommen einen ganz, ganz wunderschönen Kissenbezug. Und zwar sieht der so aus. Warum hat er mich angesprochen? Natürlich wegen den Pfingstrosen. Der wird jetzt hier an meinen Schminktisch, in meinen Schminkstuhl gehen. Da habe ich im Moment ein Rosa, aber dadurch, dass da auch Rosa mit drin ist und ja, die Pfingstrosen haben mich angesprochen. Auf der Rückseite ist der schwarz und hat hier oben nochmal so einen goldenen Rand. Das hat auch nur, ich glaube, da steht auch der Preis noch dran, der hat auch nur 1,88 Euro gekostet. Fand ich auch richtig, richtig schön, deshalb durfte der auch einmal mit. Dann habe ich mitgenommen, ich hoffe, es gibt mir jetzt hier nicht runter. Ihr bekommt da tolle Schälchen und der hatten so diese Woche auch diese bunten Teller und Müsli-Schalen im Angebot, aber ich habe so viel Kram zu Hause, da habe ich gedacht, nee, das nimmst du mal nicht mit und habe dann was anderes mitgenommen, weil ich noch auf der Suche war nach so kleinen Snackschälchen und die habe ich da sehr günstig gefunden. 59 Cent das Stück, da habe ich 6 Stück von mitgenommen, die sehen so aus. Ganz schlichte Glasschälchen, ja, da habe ich nämlich auch so eine Zuckerschale, die sieht so ähnlich aus. Das passt da ganz gut zu und davon habe ich dann einmal 6 Stück mitgenommen. Für die Kiddies zum Knabbern oder wenn Gäste da sind, um mal ein paar Nüsse reinzutun oder halt ein paar Chips. Finde ich super praktisch, solche Sachen bekommt ihr da auch super, super gut. Und ich hatte mir von den Glas, von dem Glasdesign auch schon Teller und so mal da mitgenommen und hatte sie auch schon in der Spülmaschine und da passiert gar nichts mit. Deswegen mussten die auch einmal wieder mit. Und jetzt komme ich zum Bereich dekorativer Kosmetik oder besser gesagt Kosmetik, weil ich muss sagen, Make-up-Sachen habe ich gar nicht mitgenommen diesmal. Warum nicht? Ich habe mir die Sachen angeschaut und irgendwie hat mich nichts überzeugt. Ja, die hatten tolle Lidschattenpaletten, diese kleinen Lidschattenpaletten hatten sie da und dergleichen. Aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das nicht so überzeugt. Und deshalb habe ich natürlich wieder im Bereich der Masken zugeschlagen. Ja, was soll ich auch anders sagen? Ihr wisst das bei mir, ich liebe die Action-Masken. Und deshalb ist das eine Riesenbatzen geworden. Und zwar habe ich meine jederzeit kaufen, denn ich kaufe sie mir immer wieder nach. Aber diesmal habe ich mir nur jeweils eine Sorte mitgenommen von den ganz normalen Sheet-Masken von Action für 59 Cent. Die durften einmal mit. Das sind verschiedene Sorten. Davon werde ich auch definitiv noch eine gleich mit in die Box packen für euch, für die Gewinnerin. Und ja, die könnt ihr da super kaufen. Die sind ganz einfach, aber die tun wirklich euch die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Sind super angenehm, sind auch nicht zu trocken, sind auch nicht zu glitschig. Also deswegen mag ich die sehr gerne. Und dann habe ich von diesen Selfie-Masken 2 mitgenommen. Und zwar hatte ich diese Sorte noch nicht. Ich glaube, die sind auch neu. Einmal mit einem Schafsgesicht und einmal mit einem Pinguingesicht. Wobei das sieht schon ein bisschen creepy aus, muss ich sagen. Aber ich habe gedacht, ich teste das mal aus. Und die waren auch nur 69 Cent. Deswegen durften die einmal mit. Dann hatten sie welche hier mit so Alpaka. Die fand ich auch so zuckersüß. Ja, Alpaka Face Sheet Mask. Ja, ich mit Gurkenextrakten für alle Hauttypen. Fand ich auch sehr schön vom Design so. Die hat auch nur, ich glaube, auch so unter 1 Euro gekostet. Und dann habe ich mitgenommen, darauf war ich sehr gespannt, weil ich viele Mädels gesehen habe, die die gekauft hatten. Ich hätte mir auch gerne noch Lippenmasken mitgenommen, diese Hydrogel-Masken, aber die hatten sie leider diesmal nicht mehr da. Was sie aber da hatten, waren diese Unteraugenmasken. Das sind diese Under-Eye-Masken mit diesem Spitzendesign. Ich hätte mal die Art von Balea mir letztes Jahr bei DM gekauft. Und die waren gar nicht so günstig. Und deswegen habe ich diesmal 5 Stück direkt bei Action mitgenommen, denn die haben nur, ich glaube, 69 oder 79 Cent gekostet. Und ja, deswegen mussten die dann einmal mit. Bin gespannt, wie die so sein werden. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, denn aufgrund jetzt der Erkältung, aber auch des Heuschnupfens, bin ich unter den Augen immer so geschwollen morgens. Und ja, deshalb habe ich die mitgenommen. Werde mal gucken, wie die so sein werden. Und auch, was ich noch mitgenommen habe, aufgrund meiner geschwollenen Augen jederzeit, habe ich mir noch einmal diese Augenmaske mitgenommen. Ich hatte mir letzte welche mit Melonen mitgenommen. Da waren sie Melonen drauf und die gibt es auch mit Zitronen drauf. Aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl gehabt, als ich den Kühlschrank rausgeholt habe, dass das Gel nicht mal so dolle drin war. Es war so ein bisschen weniger geworden und hat halt nicht mal so gut aufgelegt. Also wenn man sie aufgelegt hat, haben die nicht mehr so gut drauf gesessen. Und deshalb habe ich mir dann nochmal welche mitgenommen und die waren so wunderschön, denn da ist jetzt Glitzer mit drin. Ne? Ja, ein rosanes Glitzer mit so Äpfelchen drauf. Die haben auch nur 99 Cent gekostet, diese Kühlingmasken. Die könnt ihr gut im Kühlschrank aufbewahren. Und ja, die habe ich dann einmal mitgenommen. Und was ich noch mitgenommen habe und was fand ich richtig cool, da hatten die auch richtig viele Sorten, aber die haben mich am meisten angesprochen. Auf der Glow gab es ja bei Gattobi so einen Stand, wo sie den Mädels so
ja, so Zöpfe gemacht haben und so, klar, passend jetzt zur Festivalzeit. Man sieht jetzt überall diese Coachella-Bilder, wo die Mädels Glitzer im Gesicht und in den Haaren haben. Und da habe ich dann dieses mitgenommen, Festival Colors heißt das. Das ist so ein Festival-Set. Ihr seht es, hier ist einmal so Multiglitzer. Und das ist hier so ein Glitzer mit Lila und da sind auch so türkise kleine Elemente drin, so kleine türkise Sternchen. Und hier ist auch so ein Pinsel zum Auftragen. Es hat nur 1 Euro, ich glaube 59 war das. Unter 2 Euro hat das gekostet. Und die Pötte sind auch gar nicht so klein. Also da ist echt ordentlich was an Glitzer drin. Damit werde ich auf jeden Fall mal im Sommer eine Frisur probieren. Oder auch für meine kleine Nichte habe ich mir gedacht, da werden wir mit Sicherheit eine schöne Frisur zaubern. Oder aber auch so Looks mit im Gesicht. Also ich bin ja nicht so der Instagram-Typ. Ja, ich bewundere das, wenn wir die Mädels so die Bilder machen. Aber da muss ich mich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ausprobieren. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall mal was mit testen. Und das fand ich halt mega günstig. Und die hatten noch eine Sorte, da war das hier in Pink. Und eine Sorte war das hier in Rosa. Aber das fand ich halt besonders schön, weil das halt auch so mit Lila und Türkis war und mich sehr angesprochen hat. Dann habe ich noch zwei Produkte im Bereich der, ja, der Pflege. Und zwar habe ich einmal mitgenommen von Garnier Olia Farbglanzelixier. Das ist einmal so ein Haaröl für speziell für koloriertes Haar. Ihr wisst das, ich blondiere ja immer gerne und ja. Das wollte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Haaröle sind eben meins. Das mache ich mir immer gerne in die Spitzen, nach dem Glätten zum Beispiel. Das war auch sehr günstig. Das hat 1,99 € gekostet. Und ich weiß, dass das im Handel mal mehr gekostet hat. Also für 1,99 € kriegt ihr das mit Sicherheit nicht in der Drogerie. Das ist nicht von Garnier. Und deshalb bin ich gespannt, wie das so ist. Habe auch schon dran geschnüffelt. Riecht ganz gut. Und bin mal gespannt, wie das so sein wird. Wie gesagt, Haaröle, gerade jetzt auch zur Zeit, wo es sonnig wird. Oder aber auch. Wenn ihr in Urlaub fahrt, also das ist auch ein super Tipp von mir für euch. Das hat mir mein Friseur mal gesagt, dass man entweder diese Leave-In-Conditioner in die Haare sprühen sollte oder aber auch sich ein bisschen Öl in die Haare macht und dann ins Meerwasser geht. Das ummantelt so ein bisschen eure Haarstruktur und trocknet es nicht so doll aus. Da wird es aber auch noch ein separates Video zu geben, das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon versprechen, wo ich euch so ein bisschen zeige, was es ja, für praktische Urlaubstipps gibt. Also gerade im Bereich der Kosmetik, Haare und auch Make-up, was man brauchen, was man mitnehmen müsste für die ja, Reisetasche. Ja, was ich noch mitgenommen habe, ist eine Handcreme. Und ich bin echt schon drauf und dran, mir davon ein paar Backups zu kaufen. Davon, das ist von der Marke Vaseline Intensivcare Healthy Hands Stronger Nails. Das hat auch ich glaube, das hat auch fast 2 € gekostet, weil es auch nicht super günstig für Action, aber es ist halt von der Marke Vaseline, Original. Und ich hatte davon mal vor ganz, ganz vielen Jahren, das ist mit Sicherheit schon 15 Jahre her, da war es noch, da gab es noch ihr Platz, ja, und da gab es davon so eine Flasche. Und genauso riecht das. Es hat einen ganz harten Duft und das ist eine Intensivpflege, die super schnell einzieht. Also ich habe das direkt danach benutzt und es ist so schnell eingezogen. Eine mega gute Handcreme. Als ich die entdeckt habe, habe ich gedacht, wow, ist die das, die ich damals hatte? Sie riecht definitiv so und deshalb werde ich mir, wenn ich noch welche ergattern kann, ein paar Backups davon kaufen, denn diese Handcreme war damals Granat und dann ist die irgendwann aus dem Sortiment gegangen und deshalb war ich sehr froh, als ich die entdeckt habe, weil die nicht nur die Haut, sondern auch die Nägel stärkt und das finde ich richtig, richtig gut. Dann sind die letzten beiden Teile, die ich geshoppt habe, einmal so Haargummis. Ich mag die deshalb ganz gerne, weil die kein, ja, ich habe jetzt letztens mir von Primark welche mitgenommen, aber da sind halt auch diese Metallschnallen dran. Und das ist halt echt blöd, wenn ihr zum Beispiel schwimmen geht oder so oder eure Haare feucht sind, dann kann das rosten. Das finde ich halt ganz übel. Und das sind halt so Haargummis, die haben rundherum gar nichts. Also sind wirklich einfach so ganz einfache Haargummis. Die haben auch nur 1 Euro, glaube ich, gekostet. Sind 16 Stück drin. Die gab es auch in verschiedenen Farben. Ups, jetzt ist mir runtergefallen. Aber in Schwarz habe ich es jetzt mitgenommen und das kann man halt immer für den Alltag auch gut benutzen. Dann habe ich etwas mitgenommen, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Es hat auch nicht wenig Geld gekostet. Also ich muss sagen, der Action Haul hat echt eine Menge gekostet. Also man sagt immer so, Action ist so günstig, aber wenn man an der Kasse ist und rausgedeckt, man sich, boah, was habe ich jetzt eigentlich gekauft? Ich habe mir ein Parfüm mitgenommen und zwar von Beyoncé, das Parfüm Heat. Ich habe es auch schon einmal geöffnet und dran geschnuppert. Es sind 100 Milliliter drin, 100 Eau de Parfüm, das müsst ihr euch überlegen. Ich habe bezahlt 11,95 €. Es gab super viele Parfüms, als ich da war. Es gab Originaldüfte von Guess zum Beispiel. Ihr habt natürlich auch so günstige Parfümsorten da, aber die hatten Parfüm von Guess da. Dann hatten die 2 Parfüme da von Christina Aguilera und auch 2 Parfüme von ja, Britney Spears. Also ich muss sagen, an ihrem Parfüm habe ich auch geschnuppert und die waren echt, die haben echt gut gerochen.
Kann ich nicht anders sagen, aber ich wollte jetzt nicht so viel kaufen. Und dadurch, dass ich ja wusste, dass ich das sehr gerne mochte, ich hatte das vor Jahren schon mal. Und das riecht super gut. Es riecht sehr süßlich. Also muss man gucken, es ist jetzt schon fast zu warm dafür. Aber für die 11 Euro, ja, 95 für 100 Milliliter Eau de Parfüm konnte ich es nicht da lassen, habe es mitgenommen. Riecht einfach mal dran. Es gibt es auch, glaube ich, in der Drogerie. Und ja, sowas kriegt ihr da auch mega gut. Und deshalb war ich auch sehr, sehr glücklich darüber, als ich das ergattern konnte. Ja, ihr Lieben, dann haben wir noch ein bisschen was an Lebensmitteln mitgenommen. Und zwar hat sich mal einmal Energy Drink mitgenommen. Zero Ecstasy Energy, zuckerfrei. Diese Energy Drinks bekommt ihr da super günstig. Und die nehmen wir uns da eigentlich auch jedes Mal mit. Ich trinke gar keinen Energy Drink. Ich mag es auch nicht. Finde es auch nicht so gut, aber er steht da drauf. Ja, deshalb hat er sich den einmal mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen etwas zum Essen. Und zwar sind das so Kekse mit Smarties drauf. Die mögen meine Kinder sehr gerne. Waren auch super günstig. So Kekse und Gebäck und so. So ein Kram kriegt ihr da echt mega günstig. Dann haben wir mitgenommen einmal eine Dreierpackung Twix. Die waren für 1,99 €, glaube ich. Ich glaube, viel günstiger als woanders waren die da jetzt nicht. Aber mein Sohn liebt die und dann habe ich gedacht, komm, nehmen wir die auch direkt einmal mit. Und was ich noch mitgenommen habe, die waren auch im Angebot, sind von KitKat Pop Choc heißen die. Da sind so ganz kleine KitKats drin in so einem Beutel, so ein wiederverschließbarer Beutel. Fand ich ganz praktisch für unterwegs, gerade wenn man jetzt mal mit den Kindern auf einen Ausflug fährt oder mal einen Zoo fährt, mal eben so, um da mal reinzugreifen und zu essen. Da sind 140 Gramm drin und das hat nur 1 €, also 99 Cent gekostet, ein knapper Euro. Solche Sachen bekommt ihr da auch super, super gut im Action. Ja, ihr Lieben, das war meine Action-Ausbeute. Ihr seht, es ist einiges geworden, ja, und ja. Ich war lange nicht mehr beim Action. Mich wundert es voll, weil wir haben jetzt einen Action-Nachbarort und seitdem der Nachbarort ist, bin ich seltener da, als ich vorher war, weil vorher musste ich mal lange fahren. Das war jetzt bei dem nicht mehr so und trotzdem bin ich sehr selten da. Aber deswegen habe ich diesmal auch zugeschlagen und ich werde mit Sicherheit vor dem Urlaub, also vor den Sommerferien, definitiv noch einmal hingehen. Machen wir jetzt weiter und losen wir jetzt unsere Verlosung aus. Ihr Lieben, ich zeige euch jetzt, was nochmal in der ganzen Box drin war. Ich lege für die Gewinnerin noch eine Maske von Action mit rein. Ich habe da in dem Paket drin gehabt, eine Bodylotion von EOS. Es ist ein Alverde, das ist sowas wie ein Highlighter ist mit drin. Eine kleine Creme von L'Oreal, eine Augencreme von Lovely. Ich habe euch ein paar andere Sachen noch mit reingelegt. Noch einen Badezusatz mit reingelegt und noch einen kleinen Schwamm mit reingelegt. Also es ist ein ordentlich gepacktes Päckchen. Ich habe es schon fertig präpariert für die Reise, damit auch nichts dran kaputt geht. Die wird auch noch oben drauf kommen. Und jetzt ziehen wir gemeinsam die glückliche Gewinnerin, die dieses wunderschöne rosé-goldene Paket gewinnt. Ich bin gespannt, wer es geworden ist. Es hat mich wieder super gefreut, dass ihr alle dran teilgenommen habt. Ihr wisst das, dass ich mich immer freue über euch. Und ich gebe da mal gerne auch was von den Sachen zurück, die ich so shoppe. So, hier haben wir einen Namen. Mal gespannt, wer es wird. So. Und zwar, jetzt weiß ich, wer du es bist. Und zwar ist es geworden, die liebe Ramona, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, genau, die liebe Ramona Sleets. Meine Liebe, ich glaube, du folgst mir auch auf Instagram, ja? Schreib mich mal bitte an, gerne auch über Instagram, wenn du magst, oder aber auch über meine E-Mail-Adresse, damit ich dir diese hübsche Kiste zukommen lassen kann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ramona. Und an alle anderen, seid mir bitte nicht traurig. Wir sind ja auch nicht weit von der 2000 entfernt und spätestens bei der nächsten Null werden wir natürlich wieder eine große, große Verlosung haben. Diesmal war es eine kleine Glow-Verlosung, eine kleine Osterverlosung, aber ihr wisst das, bei mir wird es immer wieder Verlosungen geben. Deshalb seid nicht weiter traurig. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin auf meinem Kanal aktiv bleibt und mich weiterhin unterstützt. Und freue mich aufs nächste Video mit euch, denn das wird definitiv auch wieder ein Haul werden. Ja, ich war nämlich in der Drogerie und das dürft ihr beim nächsten Mal nicht verpassen und wünsche euch deshalb eine wunderschöne Osterzeit mit euren Lieben. Genießt das tolle Wetter und einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.